2009. Dante Veltino überzeugt als erster Reservesieger auf der Oldenburger Körung in Vechta. Er wechselt über die Auktion an das Dressurpferdeleistungszentrum Nürnbergen. So wie es sich bei der Körung schon antat, alle sprachen über das Hinterbein. Schauen Sie hin, meine Damen und Herren. Er hat überhaupt nichts verloren, das hat er auch schon gezeigt. 2012. Unter Therese Nielshagen startet der Danone 1 mal Welthit 2 Sohn aus der Zucht von Olaf Bals jetzt auch sportlich durch und qualifiziert sich zum Bundeschampionat der 5-jährigen Dressurpferde. Auch der Sprung in die schwere Klasse gelingt. Gerade 7-jährig gewinnt das Paar nicht weniger als 13 S-Dressuren. Qualifikation für den Nürnberger Burgpokal inklusive. 2015. Grand Prix-Premiere für Pferd und Reiter. Dante Veltino und Therese debütieren in der Königsklasse. Mit Finalticket geht es von Perlborg zum Louis-D'Or-Preis nach Frankfurt. Auch Therese ist schlichtweg begeistert von ihrem Hengst. Also Dante Veltino das ganz Besondere mit ihm finde ich, dass er eine super gute Einstellung hat. Der will immer alles richtig machen. Der hat sehr, sehr viel Talent für die schwierigen Sachen halt. Mir reicht eigentlich ein Wort und das ist fantastisch. Am Ende reicht es für Rang 5 mit 69,08%. 2016. Auch international starten die beiden jetzt richtig durch. Es folgen sein erster Grand Prix Spezial und die erste Kür vor internationaler Kulisse. Bei den Oldenburger Hengsttagen wird der schöne Rappe zudem zum VTV-Dressurhengst des Jahres gekürt. 2017. Nach dem Rückzug in Rio dann das Championatsdebüt. Team Bronze bei der EM in Göteborg. Rang 4 in der Einzelwertung. Im Jahr darauf gehören Dante Veltino und Therese Nielshagen zum schwedischen Kader bei den Weltreiterspielen in Trine. Was für eine Entwicklung. Von der Dressurpferdeprüfung bis zur Championatsmedaille. 2019. Das Duo aus Lotbergen ist nun fester Bestandteil des schwedischen Championatskaders und krönt ihr Jahr mit der Mannschaftsbronzemedaille bei der EM in Rotterdam. Mit zahlreichen weiteren Erfolgen ist das Ziel klar gesetzt: die Olympischen Spiele in Tokio.